High-End-Smartphones. Es gibt unglaublich viele von ihnen und es scheint fast so, als würde sich die gesamte Tech-Welt um sie drehen. Jedes Jahr kommen noch krassere Geräte mit noch mehr Features zu noch höheren Preisen raus und gefühlt will jeder immer wieder das Aktuellste und Beste haben. Dass man aber nicht unbedingt gezwungen ist, bei diesem Wahn mitzumachen, zeigen Firmen wie OnePlus oder Motorola/Lenovo ziemlich eindrucksvoll, indem sie Geräte auf den Markt werfen, die nicht nur günstig sind, sondern trotzdem auch immer noch sau viel zu bieten haben. Aber wie tief kann man den Preis eines Smartphones eigentlich drücken, bevor es wirklich so schlecht wird, dass man es vielleicht auch gar nicht mehr benutzen will? Das finden wir heute raus, indem wir uns mal ein Android-Handy anschauen, das man teilweise für unter 100 Euro bekommen kann. Viel Spaß! Das ist das Gerät, um das es sich heute dreht. Das Yumi Diamond. Und die erste Überraschung wartet schon beim in die Hand nehmen, denn das Ding ist gar nicht mal so scheiße gebaut. Die Vorderseite besteht aus einem soliden 2,5D-Glas und der Metallrahmen mit den abgeschliffenen Kanten macht nicht nur optisch was her, sondern fühlt sich auch deutlich hochwertiger an, als der Preis vermuten lassen würde. Zudem ist das Gerät an sich auch einfach extrem stabil. Nichts verbiegt sich, nichts knarzt und selbst der Vibrationsmotor sorgt für ein starkes, aber leises haptisches Feedback. Für 100 Euro. Nicht schlecht. Aber trotzdem gibt es auch ein paar Dinge, die nicht ganz so Premium sind. Der Micro-USB-Ladestecker befindet sich zum Beispiel auf der Oberseite, weil die Unterseite von einem riesigen Lautsprecher eingenommen wird, der aber echt leise ist und unglaublich scheiße klingt. Außerdem ist die Rückseite aus billigem Hochglanzplastik, weswegen sie super schnell zerkratzt. Dafür kann man sie aber auch abnehmen, um den Akku zu tauschen oder eine SD-Karte unterzubringen und ist ja auch nicht schlecht. Überrascht hat mich aber auch das Display. Normalerweise ist das nämlich der Punkt, wo viele Budgetgeräte ihre Käufer über den Tisch ziehen, weil zwar die Daten auf dem Papier stimmen, aber Blickwinkel, Kontraste, Farben und die Helligkeit in der realen Welt mehr als nur zu wünschen übrig lassen. Aber das Display vom Yumi Diamond bringt mich nicht zum Kotzen. Klar, es ist bei weitem nicht das krasseste, was ich je gesehen habe, aber es geht echt in Ordnung und 1280x720 auf 5 Zoll ist jetzt auch nicht so viel pixeliger als ein iPhone 7. Weit abgeschlagen vom iPhone befindet sich allerdings die Performance. Natürlich, aber das sollte niemanden verwundern. Trotzdem finde ich den Ansatz, den Yumi hier gewählt hat, recht clever, denn sie haben nicht nur versucht, irgendwie ein paar brauchbare Chips und satte 3 GB RAM aus dem Budget zu kitzeln, nein, sie haben tatsächlich auch Stock Android installiert. Gut, es ist zwar immer noch 6.0 Marshmallow, aber den Effekt, den ein Betriebssystem ohne Anpassungen, Skins und Bloatware auf einem Gerät haben kann, das nicht gerade mit Power um sich wirft, ist enorm. Im Alltag kann man das Diamond nämlich echt ganz gut benutzen. Es gibt zwar ab und zu kleine Hänger oder Ladezeiten und immer mal wieder reagiert das Teil auch mal überhaupt gar nicht, aber so viele Animationen laufen auch komplett flüssig ab und grundsätzlich bin ich bei weitem nicht so oft ausgerastet, wie ich das bei dem Preis vermutet hätte. Hey, selbst Spiele wie Sonic Dash oder sogar Asphalt 8 lassen sich echt zufriedenstellend zocken. Alles in allem ist die Performance also besser als erwartet. Trotzdem hätte ich etwas Angst, was die Beständigkeit angeht, denn wenn das Handy neu schon ab und zu Hänger hat, ist das eigentlich ein Warnzeichen dafür, dass die, sobald das Handy erstmal vollgeladen ist mit irgendwelchen Mülldaten, nur noch schlimmer werden. Aber irgendwo muss das Budget dann ja doch irgendwann ausgegangen sein, oder? Denn wenn man für 100 Euro schon solche Performance, so ein Display und so ein Gehäuse bietet, reicht es bei der Kamera nur noch für eine Kartoffel. Man bekommt zwar ganze 8 Megapixel, aber sowohl die Bilder als auch die 720p Videos sehen schlichtweg beschissen aus. Bei dieser miesen Qualität würde ich die Kamera ernsthaft nur verwenden, um mal irgendwie was abzufotografieren oder per WhatsApp zu verschicken, aber als Fotoapparat kann man das Handy echt komplett vergessen. Oh, und bevor ich's vergesse, der Akku ist nicht scheiße, aber auch nicht wahnsinnig gut, sondern eher so Durchschnitt. Eingebaut wurden angeblich 2650 mAh, aber mehr als einen normalen Tag Nutzung bekommt man damit auch nicht rausgekitzelt und auch Wireless Charging oder Quick Charging sind hier selbstverständlich nicht mit dabei. Im Endeffekt ist und bleibt es aber einfach unglaublich beeindruckend, dass man für so einen Schein schon so viel Smartphone bekommt. Aber sollte man deswegen jetzt gleich losrennen und das Yumi Diamond oder Diamond X in Massen kaufen?
Ich denke eher nicht. Denn mal ganz abgesehen von der Kartoffelkamera oder der miesen Lautsprecherqualität, ist es einfach so, dass man bei solchen China-Smartphones nie genau weiß, wie gut der Support tatsächlich ist, falls mal irgendwas mit dem Gerät nicht in Ordnung sein sollte. Allerdings kann man auf der anderen Seite auch sagen, dass das Ding so günstig ist, dass man sich einfach ein neues kaufen kann, falls es mal kaputt gehen sollte. Außerdem wäre ich mir echt nicht allzu sicher, wie lange die Performance, die ja aktuell noch okay ist, auch noch so bleibt. Nichtsdestotrotz finde ich es aber mega cool, dass es solche Smartphones überhaupt gibt, für den Fall, dass man mal wirklich extrem knapp bei Kasse sein sollte oder ein günstiges Zweit-Smartphone braucht, an das man jetzt wirklich keine hohen Ansprüche hat. Aber jetzt mal ganz ehrlicher Real Talk. Wenn ihr wirklich auf der Suche nach einem zuverlässigen Daily Driver seid, der euch jeden Tag durch den Alltag begleiten soll und das am besten über mehrere Jahre hinweg und ihr denkt euch einfach aus, trotz dass die iPhones mittlerweile so teuer geworden sind, ach, ich kaufe mir einfach ein 100-Euro-Handy, das wird schon reichen, dann kann ich euch nur dazu raten, schaut euch mal ein paar Mittelklasse-Geräte an oder schaut euch auch Geräte wie Lenovos Moto G an, denn wenn man sich in so einem niedrigen Preissegment befindet, hilft jeder Euro, um den Handy gleich super viel besser zu machen. Und ich denke, von 100 Euro auf 150 oder gar auf 200 Euro zu gehen, kann echt Wunder bewirken und euch ein Smartphone bringen, an dem ihr wahrscheinlich länger Spaß habt als am Yumi Diamond. Aber das war's jetzt mit meiner Einschätzung zu diesem 100-Euro-Handy. Falls ihr euch für die Thematik interessiert und euch denkt, hey, ich würde gerne noch ein Video zu einem alternativen Gerät anschauen, das auch sich in einem ähnlichen Preissegment befindet, dann checkt doch einfach mal meinen Kollegen Marvin aus, denn der hat ganz genau so ein Video produziert, findet ihr unten in der Beschreibung und oben in der Infobox, und er hat mir auch dieses Yumi Diamond hier zugeschickt, damit ich das überhaupt für dieses Video hier verwenden kann. Also ein dickes Danke geht raus an Marvin und schaut doch mal bei dem vorbei, wenn ihr Lust drauf habt. Aber ansonsten würde ich sagen, war es jetzt von mir mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen über Feedback unten in den Kommentaren oder via Like-Button. Freue ich mich natürlich wie immer auch sehr, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.